heute geht. Und zwar Waren. But please, remember, you're not the only one in need. Das weiß ich. Aber wir möchten natürlich so viel als möglich. Oh. Ich denke, die anderen werden sicher wieder das Lager einrichten, wenn wir so minimal etwas Geld noch zusätzlich verdienen. So, Schlaf. Weg. Kampfstab. Verfaulter Fisch. Das. Und das. Ah, verfaulter Pilz noch. Knappt. Nein. Tauschen. Ja, das behalten wir alles. Ja, passt doch. Passt doch. Jetzt, wartet mal. Ich muss da wieder hier. Ich versuche mir da die Lagervorräte zu sichern. 3 Drachenei brauche ich nicht. Das sind ja Lagervorräte. Ja. Bierkrug, ja. Schlichte Robe brauche ich nicht. Tränke. Boah, der hat Preise. Da warte ich jetzt aktuell. Ja. Regentänzer. Was ist denn das? Vielsichtigkeit. +3 Wucht. Kampfstab. Der wäre schon sehr nice, ne? Habe ich da noch irgendwas mit Essen? Schilder. So, wir haben Essen. 0-7 Schaden. Jetzt da den Kampfstab. Wäre auch 0-7. Ich würde den jetzt nicht tauschen wollen. Okay. Dann. Was ist denn das? Ringplatz, ja. Fernkampf, ja. Nässe. Seltsam. Ja, okay. Sylvanas be with you. Jo. Was ist eigentlich? No rest for the wicked, I see. Ach, das ist Umhang. Verstehe. So. Also, wir haben wieder sehr, sehr viel geredet, sehr viel erfahren und kaum was weitergemacht. Jetzt sind wir wieder hier.
suche den Smaragdhain. Das wäre... Okay. Schauen wir mal hier unten nach. Stimmt, da ist der Hain. Mal, we try. Defende nos ab imminentibus alquilibrio tuo. Okay, die sind voll und ganz drin versunken. Ah, wartet mal, hier haben wir überall ja noch Tafeln. Das habe ich gar nicht gesehen. Forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. Beasts chasing beasts alongside a wild woman. A depiction of some local folktale, perhaps. Okay. Volkserzählung. Okay, können wir nicht machen. Wieder runter. Alter, was ist denn das für eine scheiß Fliege? Halb Mücke, halb Fliege, oder wie? Hey. So, hier, Tafel. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Okay. Dieser schwere Wälzer trägt den Titel 1371 und ist mit dem Bild eines eleganten Hirsches vor einem dunkelgrünen Hintergrund versehen. Sechstens. Ukta, zwei Druiden von den neueren Rekruten, nach Norden geschickt. Das Dorf dort hatte schon den zweiten Ernteausfall in Folge und wird den Winter wohl nicht überleben. Neunten. Ukta. Eine Gruppe aus Baldur's Tor hat ihr Lager am Waldrand aufgeschlagen. Zwei Bären und ein Fuchs kamen vorbei. Ihr Revier wurde niedergebrannt. Die Hälfte der Jungen des Fuchses sind gestorben. Ich statte der neuen Gruppe morgen einen Besuch ab. Zehnten Ukta. Der Besuch verlief nicht gut. Sie beleidigten mich aufs Unfältigste und sagten, sie würden den halben Wald roden und alle Tiere ausräuchern, die nicht von allein fliehen. Sie sagten, sie würden das Land bestellen und eine eigene Stadt gründen. Ich musste wohl kreativ werden. 12. Ukta. Der Erdrutsch hat gewirkt. Die Hälfte ihrer Ausrüstung wurde verschüttet, die andere zerstört. Die kommen nicht so bald wieder. Im Dorf südlich von hier wurde offenbar ein roter Magier gesehen. Ich schicke drei Waldläufer, um dem nachzugehen. Wenn sie einen roten Umhang sehen, kontaktiere ich das Haus Sylvanus. Okay. Ja. Wie gesagt, wir nehmen so viel mit, wie wir können. I wish I could offer more assistance. For now, I must keep a close watch on Gorga. I hope to see both you and Halsin again soon. Das versuchen wir. I asked you to leave. Staying will only disrupt the balance of this grove.
Okay. A victory of the Celestial Saluna over her dark sister, Shar. Stimmt. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. You surmise that the druids allied with the harpers, a formidable force. Okay, also irgendwo gibt's so eine Art Bündnis, beziehungsweise was? Wollte das nicht? Knurr, knurr. Große Flasche. Mal schauen. Dienstbotenquartier. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir den irgendwie rausbekämen. My Sylvanus, another outsider. Should you have an ounce of sense, you will leave immediately. Kann sein, vielleicht haben wir gerade als Einzigen keinen Sinn und Verstand. Weil ich sehr gerne mich da umsehen möchte. Ritus der Dornen lesen. Auf der einen Hälfte der Seite windet sich verwobene Gebete und Beschwörungen. Auf der anderen steht ein Ritus der Dornen geschrieben. Ist das Gebet wohl endet, so erhebt sich ein Dornengestrüpp aus dem Boden, das den Beter vor allem Schaden schützt. Jetzt möchte ich natürlich, dass die beiden verschwinden. Dann mache ich die Tür zu. Und hoffe mir dadurch ein wenig Möglichkeiten, mich da ein wenig mehr umzusehen. Aber wie kriege ich jetzt da den guten Herrn, den Boten, aus dem Quartier? Das ist jetzt mal die Frage. Was haben wir eine Möglichkeit? Schubsen. Natürlich Angriff, aber den möchte ich, wenn es wirklich vermeidbar ist, nicht anwenden. Komm, wir machen mal die Tür zu. Dann lösen wir die Gruppe auf. Okay, jetzt ist hier hinten. Still breathing, despite everything. So, jetzt speichere ich mal, weil ich möchte per se ja nicht entdeckt werden oder einen Angriff provozieren. Best keep your hands to yourself. You're being watched. Okay. Das heißt, solange. Oder wartet mal. Tanzende Lichter. Wie sollen wir das jetzt am besten machen? Hm. I applaud your taste. Schlafen? Ja, wieso nicht? Immun gegen Schlafen, okay. Magierhand, Donnerwoge, arkane Erholung, mit Toten sprechen, umwerfen, schubsen, geht alles nicht. Ich sehe aktuell
aktuell noch keine Möglichkeit. Also mit dem hier, Nebelwolke. Mit der Nebelwolke könnten wir natürlich, aber die möchte ich 10 Züge oder 5 Minuten. So. Shouldn't have wished to live in more interesting times. So. So. Let's have a look. Nehmen. Oh, er ist jetzt raus. Mal öffnen. Oh, jetzt. Ah, wartet mal, dann auf Gale, wenn der rausgeht. Yeah. Ach, das ist. Jetzt ist der Wolf dafür drin. Aber wir haben schon einiges. Das ist. Gond und Fortschritt. Ja, ja, ja. Okay, jetzt geht er raus. Was wir stehen denn? Öffnen. What's in here? So. So. Stehlen. Dekret des Ältestenrats. Die größten Lehren Teil 3. Die natürliche Ordnung muss unabhängig von ihrer Form bewahrt werden. Kräfte, die die natürliche Ordnung stören, müssen vernichtet werden. Die Smaragd-Enklave muss den Müden und Verwundeten helfen. Stealing has caught someone's attention. What will you do? Einschüchtern haben wir doch. Plus 2. Ne, 15. Von ihr ist besser. Nein. Ohne 50, yes. You'll walk free for now, but your stories won't land so well if you're caught again. Gruppe. Dann gehen wir hier raus. Da haben wir aber einiges.
einiges rausstehlen können. So, wir gehen mal da ein wenig in Sicherheit. So, dann gehen wir mal kurz ins Lager, weil dort sind wir ungestört und können mal unsere Diebesbeute mal begutachten. Diebesbeute ist ja einiges an Büchern. Mal noch sortieren. Überlieferung aus Ferun, Gith und Gedankenschinder. Dieses Buch besteht aus mehreren Kapiteln. Eines je zitierter Quelle. Angeblich enthält es unmittelbare Niederschriften der mündlichen Geschichten verschiedener Erzähler aus dem ganzen Reich. Kapitel 4. Palidor der Flinke, 700 Jahre alt. Waldelf aus dem Wald der scharfen Zähne. Ich musste mehrere Wochen lang still und ruhig in dem Wald leben, ehe der ehrenwürdige Palidor sich sicher genug fühlte, seine Anwesenheit preiszugeben. Je länger ich blieb und bewies, dass ich keine Gefahr für seine Gesundheit oder seinen Frieden darstellte, desto mehr öffnete er sich meinem sanften Fragen. Diese Geschichte, die er mir eines kühlen Morgens an einem frisch entzündeten Feuer erzählte, war anders als alles, die ich je zuvor gehört hatte. Ich fragte ihn, ob sie erfunden sei, doch er beharrte darauf, dass sie so wahr sei wie sein rechtes Auge. Vor langer Zeit, vor meinen Augen und Ohren, vor eurer einsamen Feder, werter Schreiber, gab es ein Reich von Kreaturen, oder vielleicht war es nur Glaube, ein Reich von Gehirnfressern, Seelenverschlingern. Sie nannten sich Illithien, Gedankenschinder. Die Kinder von Gith auf den Knien geknechtet im Dienst der Schinder. Ein leidenschaftliches Volk, gezwungen, einem kalten Glauben zu dienen. Die Schinder waren unberührbar, im Verstand ein großer Unterdrücker. Kein stolzer Wille, keine Leidenschaft konnte Gith-Kinder befreien. Doch dann endlich die Abrechnung. Ihre Quelle unbekannt, ihre Macht überwiesen, durch ihre Ereignisse geschichtsverändernd, möge sie auch in die Knie gezwungen worden sein, sie ließen sich nicht brechen. Gith-Kinder wehrten sich tapfer. Sie erkämpften die Freiheit, die Schinder auf den Knien, gebrochen bis heute. Okay. Also da ist so ein wenig die Anfangsgeschichte von den Gedankenschindern. Begegnung mit dem bösen Vetteln. Ein Auszug aus Begegnung mit dem bösen Vetteln von Elizabeth M. Ruß. Zu lange ist es her, werter Leser, dass wir beisammen saßen. Ich wünschte, das läge daran, dass ich auf Reisen war, um weitere Kniffe und Ratschläge für den Umgang mit dem Bösen für euch zu sammeln. Leider ist dem jedoch nicht so. Denn ich fiel einem grünen Vettel zu Opfer. Sorgt euch nicht, ich bin am Leben und wohlauf. Doch ich habe die letzten 2 Jahre in ihren Diensten verbracht. Eines Tages werde ich berichten, was in dieser dunklen Zelle geschehen ist. Doch dieser Tag ist noch nicht gekommen. Stattdessen möchte ich euch warnen. Wir haben schon zuvor über Vetteln gesprochen. Nachtvetteln, Seevetteln, grüne Vetteln, darüber, dass mit ihnen... darüber, dass mit ihnen nicht zu scherzen ist.
Doch trotz all meiner Forschung hatte ich nie wirklich begriffen, was es heißt, tatsächlich einer Vittel zu begegnen. Vitteln sind böse Wesen, die ihre Opfer durch Magie, Täuschung, Illusion oder sogar Erpressung ködern. Das war mir bekannt. Ich habe es euch, werter Leser, oft genug eingebläut, doch ich wusste nicht um ihren Charme, um ihren Reiz. Ich wusste nicht, dass ich sie schon bald lieben würde, dass ich den Wunsch verspüren würde, ihr zu gefallen. Sie wickelte mich ein, verführte mich mit meinen kühnsten Träumen. Ich hielt mich für listig, glaubte, ich könnte sie übertölpen. Ich habe einmal über einen Glabrezu triumphiert. Da würde ich doch wohl mit einer grünen Vettel fertig werden. Und sie ließ es mich glauben, und dann ließ sie ihre Falle zuschnappen. Vetteln finden Freude am Leid anderer. Sie lieben es, jene in ihrer Obhut auf neue, einfallsreiche Art zu peinigen. Und auch wenn ich entkommen bin, lebe ich in der ständigen Furcht, dass entweder sie oder eine ihrer Schwestern mich holen kommen. Denn ein Vettelzirkel lässt auch nicht die kleinste Beleidigung ungestraft. Und so widerrufe ich meine früheren Ratschläge für den Umgang mit Vetteln. Meine Empfehlung, sich auf kluge Worte und listige Täuschungen zu verlegen, stattdessen rate ich euch dringend, solltet ihr je einer Vettel begegnen, lauft und betet, dass sie euch nicht verfolgt. Ja, Buch der toten Götter. Ah, das ist das, das wir aufgeschlagen haben. Das möchte ich gerne behalten. Die Herren des Wahnsinns, Band 4, Yinyoku. Kaum ein Dämonenfürst hat die Welt seinen Stempel derart aufgedrückt wie Yengu. Sein unstillbarer Hunger gilt zwar als Tamba-Zwang, doch ganz gewiss nicht Tamb ist die allgegenwärtige Erinnerung an seine Anwesenheit in der Welt durch seine Auserwählten, die Knolle. Doch wie entstehen Knolle? Zunächst muss ein auserwählter Yenogus tun, was sein Herr gebietet, töten. Sodann labern Hyänen sich an den Leichen dieser Toten, und aus dem vollgefressenen Bauch der Hyäne wird ein Knoll geboren. Der so geborene Knoll ist demnach der manifestierte Hunger. Knolle zerreißen jedes lebende Wesen, zerfetzen Leib und Fleisch und lassen nichts als Knochen zurück. Sie scheren sich nicht um Reichtum oder Wohlstand. Sie kennen nur einen Wunsch, ihren Hunger zu sättigen. Diese Sättigung ist in sich eine Opfergabe an Yengu. Sie fließt direkt zu ihm. Manch einer mag die Knolle für diese unmittelbare Verbindung zu ihrem Schöpfergott beneiden. Doch dieser Neid würde augenblicklich blankem Entsetzen weichen, sobald faulige Atem und das böse Kichern der Ungeheuer durch die dunkle Nacht herbeiwehen. Solltet ihr jemals von Knollen verfolgt werden, verbrennt eure Leichen, verdeckt euren Duft, bietet an jeden, der euch helfen könnte, denn der fleischgewordene Hunger lässt sich nicht bestechen, nicht besänftigen und nicht beruhigen. Die Smaragd-Enklave Lehren. Dekret des Ältesten Rats. Die größten Lehren, Teil 3. Erstens. Die natürliche Ordnung muss unabhängig von ihrer Form bewahrt werden. Kräfte, die die natürliche Ordnung stören, müssen vernichtet werden. Drittens. Die Smaragd-Enklave muss den müden und Verwundeten helfen. Aha. Die Unbeanspruchte.
Ja, das haben wir schon gelesen. Fluch der Vampyrs haben Fluchblatt mit Siegel. Das haben wir auch schon gelesen. Ritual der Dornen. Mirkos Geschichte. Ah, das war der kleine Racker. Das hieß. Das ist das Dorn. Störung der Nerven und des Verstands, eine Abhandlung. Es kam zu mir eine Frau, welche ich für dahin er nennen werde, um sich über das ungewöhnliche Verhalten ihres Gemahls, welche ich für dahin B nennen werde, zu beklagen. 3 Monate zuvor hatte er begonnen, nachts zu schwitzen und im Schlaf zu rufen. Er trage das Mal des Chaos. 2 Monate zuvor hatte er begonnen, sich selbst Sarevok zu nennen. Einen Monat hatte er ständig von dem Thron gesprochen, den er zu besteigen seine Bestimmung sei. Ich suchte B im Bauernhaus des Paares auf. Er saß ruhig am Tisch, ein unbekanntes Buch an die Brust gedrückt. Ich konnte weder einen Fluch noch einen bösen Geist an ihm entdecken, auch keine Magie. Und doch, als ich das Licht der Kerzenflamme auf sie schien, hob er das Buch hoch in die Luft und rief: Die Toten, sie bringen, werden den Vater wecken, und durch sie wird er sich erheben. Ich riss ihm das Buch aus der Hand und warf es ins Feuer, wo es nicht mit roten oder gelben Flammen verbrannte, sondern mit rein schwarzer. Zurück blieb nur ein kleiner Fetzen, auf dem geschrieben stand, er sah seinen kommenden Tod voraus und verbreitete die Samen seiner Essenz im Land. B schauderte und seufzte, als würde er von einem Albtraum erwachen. Er hatte keinerlei Erinnerung an das Buch oder die Worte, die er gesprochen hatte. Diagnose: undefinierte neurotische Verzauberung. Behandlung: Kräutertinktur aus Knoblauch und Thymian, 3-mal täglich eingenommen, bis die Erschöpfung nachlässt. Okay, interessant. Tod und Göttlichkeit, ein tödlicher Leitfaden. Das haben wir auch schon gelesen. Zum Thema Gond und Fortschritt. Benji, genug ist genug. Ich bin es leid, von deiner ach so wunderbaren Smaragd-Enklave zu hören. Sie sagen, sie seien Verbündete der Völker von Ferun und ihr Ziel sei, ein Gleichgewicht zwischen Zivilisation und Natur in einer chaotischen Welt. Doch das sind Lügen. Sie sind Feinde des Fortschritts, des Intellekts, die am liebsten eine Rückkehr zu Latrine im Freien und zu grenzenden, gebückt gehenden Protokreaturen sehen. Bitte besuch mich im Hohen Haus der Wunder in Baldurs Tor. Was ich während meiner Ausbildung gelernt habe, ist schlicht, nun ja, wunderbar. Es gibt Wasserpumpen. Für einen einfachen Eimer Wasser ist keine Knochenarbeit mehr nötig. Es gibt einen dampfbetriebenen Ochsen, der einen Karren tagelang ziehen kann. Oder dieser Brief. Er wurde von unserer neuesten mechanischen Druckpresse transkribiert und gedruckt. Ich habe mir einen kleinen Spaß gemacht, mehrere Exemplare gedruckt. Einfach nur so. Bitte, Bruder, ich kann den Gedanken nicht ertragen, nach Hause zu kommen und dich vorzufinden, wie du Beeren pflückst und mit Mutter und Vater streitest, ob ihre Felder ein Stück weit im Revier eines Fuchses stehen. Schreib bald zurück, hörst du? Und vergiss nicht, dass Vater nächsten Monat Geburtstag hat. In Liebe, Abigail. Abigail. Oh, schon irgendwie nice. Gut. Also, Smaragd-Enklave. Mirkos Geschichte möchte ich behalten. Ritus der Dornen. Lorokans Vertrag. Den gerne.
Das kann man verkaufen, 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 verkaufen. Das kann ich auch. Ja, den kann ich auch verkaufen. Den braucht's nicht. Ja, jemine, ja, jemine, ist das jetzt wieder was? Das ist der, das ist der. Gut. Dann verlassen wir den Lagerplatz. Alter, 3 Stunden und wir sind gefühlt nicht wirklich vorangekommen, aber es macht halt auch extrem viel Spaß, sich so viel neue Sachen anzueignen. Ja, ich möchte eure Waren sehen. Das ist mir bewusst. Aber es dürfte euch durch... Ah, Mist, jetzt weiß ich, was ich... Mist. Leitfaden, Begegnung, den Mirkos Geschichte, Vampir, unbeansprucht. Den Mirkos Geschichte möchte ich behalten. Ritus der Dornen, Störung der Nerven kann weg. Zum Thema Gond und Fortschritt kommen wir weg. Gedanken sind da weg. Genau, dann sind das die 4, die ich behalten möchte. Dementsprechend Tauschgeld. Genau. Vielen Dank selbst. Dann möchte ich... Mist, ich muss nochmals zum Lager für die Vorräte. Also die eine Fliege, die macht mich langsam kirre. Die ganze Zeit, wenn ich da im Arbeitszimmer bin, keine Fliege. Wenn ich dann aufnehme, kommt sie und nervt mich. Ich glaube, das ist mein Würfelwurf für Fliege, die mich nervt. Habe ich hier verkackt. So, das... Essen, Wasserkaraffe, Milch, Knoblauch, große Flasche, Humpen, Knochen, Ölflasche, das Flasche kann man, Bierkrug, bitte auch hier, genau, das passt und den Rest... So, Lager verlassen. Und dann hoffe ich, dass wir endlich... Need anything else?